Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interaktivistinnen und Interaktivisten, ich bin Feministin und ich habe heute die Ehre, für die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes sprechen zu dürfen. Terre des Femmes ist seit dem ersten Welttag der genitalen Selbstbestimmung mit dabei und unterstützt jedes Jahr die Demonstration am 7. Mai. Als Frauenrechtsorganisation befassen wir uns bei Terre des Femmes schon seit Jahrzehnten mit der weiblichen Genitalverstümmelung. In Englisch Female Genital Mutilation, kurz FGM genannt, die ausnahmslos auf allen Erdteilen stattfindet. Weltweit sind derzeit ungefähr 200 Millionen Mädchen und Frauen betroffen, über 500.000 davon leben in Europa und etwa 50.000 alleine hier bei uns in Deutschland. Abhängig von Motiven und Art der Beschneidung führt dieser Eingriff, wie wir wissen, für die Betroffenen zu unterschiedlichen starken gesundheitlichen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen. FGM wird inzwischen international als Menschenrechtsverletzung, geschlechtsspezifische Gewalt, Kindesmisshandlung und Körperverletzung bewertet und ist explizit in fast allen Ländern verboten. Wie wir vorhin schon wieder gehört haben, in Deutschland haben wir seit 2013, es hat lange genug gedauert, ist die Genitalverstümmelung seit 2013 gemäß Paragraf 226 Strafgesetzbuch als Körperverletzung strafbar. Sie wird mit einer Strafe von nicht unter einem Jahr und bis zu 15 Jahren bestraft. Im Dezember 2016 brachte jetzt das Bundeskabinett zudem eine Änderung des Passgesetzes auf den Weg, um sogenannte Ferienbeschneidungen zu verhindern. In Deutschland lebenden Eltern, die ihre Töchter im Herkunftsland in den Ferien beschneiden lassen wollen, droht dann der Entzug des Reisepasses. Bei allem, was wir jetzt für Mädchen und Frauen an dieser Stelle schon erreicht haben, gibt es aber leider auch sehr negative Entwicklungen zu vermelden. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Indonesien, wird die sogenannte medikalisierte Genitalverstümmelung an neugeborenen Mädchen gerade flächendeckend eingeführt. Da ist dann die Rede von weniger invasiven Formen und von steriler Durchführung im Krankenhaus. Terre des Femmes beobachtet diese Entwicklung mit wachsender Besorgnis. Es kann nicht der richtige Ansatz sein, die FGM zu tolerieren und zu dulden, wenn sie sich an irgendwelche medizinischen und hygienischen Auflagen hält. Genauso wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit nicht einer Personengruppe zugestanden und einer anderen gleichzeitig aberkannt werden kann. FGM muss in jeder Form und überall auf der Welt verboten und abgeschafft werden. Milde Formen von Verstümmelung, wie sie unter anderem genannt werden, gibt es nicht. Ganz egal, wie hoch der Grad der Verletzung ist oder wie gut ein Arzt vorher vielleicht betäubt hat, niemand hat das Recht, einen anderen Menschen am Genital zu verletzen. Das Kölner Urteil am 7. Mai 2012 hat ein weiteres Unrecht zum Thema gemacht, bei dem auch viel zu lange weggesehen wurde. Die Vorhautamputation an kleinen Jungen ist ebenso eine Menschenrechtsverletzung wie die weibliche Genitalverstümmelung und wie aufgezwungene geschlechtsangleichende Operationen an intersexuellen Kindern. Und auch diese Betroffenen sprechen völlig zu Recht von einer Verstümmelung, die sie erlitten haben. Der Welttag der genitalen Selbstbestimmung am 7. Mai ist der erste Tag, der für das Recht der genitalen Selbstbestimmung aller Kinder weltweit einsteht. Nach Herkunft, Tradition und Geschlecht wird nicht mehr getrennt. Der 7. Mai ist der Tag, an dem es keine Diskussionen mehr geben soll, wie viel an welchem Kind verletzt werden darf und für welche mildere Form der Verletzung es welches mildere Strafmaß geben könnte. Die Botschaft über allem lautet, die Hände von Erwachsenen haben an den Genitalien von Kindern nichts verloren. Wir haben in diesem Jahr auch Gäste aus Kenia bei uns, die schon berichtet haben, was in einigen Ländern in Afrika gerade passiert. Diese Massenbeschneidungsprogramme an Jungen und Männern, die dort gerade von der westlichen Welt finanziert und durchgeführt werden, stellen eine große Menschenrechtsverletzung dar, die wir in Europa nicht länger ignorieren dürfen. Aber diese Aktionen tragen darüber hinaus noch einen höchst frauenfeindlichen Zug. Wie nämlich immer wieder berichtet wird, geht es bei all diesen Bemühungen gegen HIV lediglich darum, Männer vor Infektionen zu schützen. Denn es heißt ja immer, wer einmal seine Vorhaut verloren hat, der sei weniger gefährdet, sich anzustecken. Wer seine Vorhaut aber verloren hat, der ist erfahrungsgemäß auch weniger dazu bereit, ein Kondom zu benutzen. Und wer mal infiziert ist, der infiziert dann auch weiter. Sogenannte Entwicklungshelfer erzählen also in Afrika derzeit das Märchen, Beschneidung mache immun gegen AIDS.
Und damit zerstören sie jahrzehntelange Aufklärungsarbeit zum Thema Verhütung und geschützter Geschlechtsverkehr. In Gesellschaften, die noch sehr stark dem Patriarchat verhaftet sind, beraubt das Frauen ihrer Möglichkeit, sich gegen HIV zu schützen. Gerne wird bei alledem ja auch übersehen, dass auch die Jungenbeschneidung ein Werkzeug des Patriarchats ist. Denn mit ihr soll die Unterwerfung des Jungen unter eine bestimmte Kultur oder Tradition garantiert werden. Und gleichsam wird er irreversibel gekennzeichnet, um sich einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen. Wenn wir also alle hier gemeinsam den 7. Mai und das Kölner Urteil feiern, dann stehen wir gemeinsam ein für eine Welt ohne Patriarchat. Und damit meine ich eine Welt ohne die Herrschaft des Stärkeren über den Schwächeren, ohne die Herrschaft der Erwachsenen über die Kinder, die Männer über die Frauen und so weiter. Eine Welt, die das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit jedem Menschen ohne Einschränkung zugesteht. Das ist heute unser aller gemeinsame Forderung. Und als Feministinnen finden wir das richtig gut.